Fahrkraftprobleme zu diskutieren. Die Umgangssprachik bringt das ja nun ganz wunderbar auf den Punkt. Wir sagen nämlich, dass wir den Kopf nicht frei haben. Und das ist es nun wirklich. Woran kann es nun liegen, dass wir den Kopf nicht frei haben? Meistens nicht daran, dass wir zu viele Termine haben, meine Damen und Herren, sondern an dem, was ich einmal die drei großen Zeiträume genannt habe, nämlich Unkonzentriertheit, Stress, und zwar nun wirklich Stress, und mangelnde Motivation. Ich möchte auf jeden dieser drei Punkte kurz eingehen. Zum ersten, also das ist die Unkonzentriertheit. Seinen Kopf definitiv nicht frei hat dieser Herr hier, der sich in einer Situation befindet, die Sie alle mehr oder minder gut kennen. Da wünschte man sich, man hätte so 8 Arme wie diese hinduistische Gottheit. Das Dumme ist, damit wäre das Problem nicht gelöst. Denn das Problem ist nicht die Anzahl an Händen, das Problem ist Ihr Gehirn. Was passiert, wenn wir uns im sogenannten Multitasking versuchen? Das Multitasking ist eine Illusion. Tatsächlich springen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit immer hin und her. Und jedes Mal, wenn Sie auf einen neuen Vorgang springen, dann brauchen Sie so etwas wie eine Rüstzeit im Gehirn, eben deswegen, weil der Manager im Kopf nur sehr wenig Informationen gleichzeitig aufnehmen kann. Das ist so, wie wenn Sie im Theater die Bühne wechseln. Nun, aus guten Gründen wechselt im Theater allenfalls nach jedem Akt die Bühne, weil sind wir zum zweiten Zeiträuber, dem Stress. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat Stress einmal eins der Schlüsselworte des 20. Jahrhunderts genannt und für das 21. Jahrhundert gilt es nicht mehr. Wir gebrauchen, wie gesagt, die Worte Zeit und Stress geradezu synonym. Und dann gibt es auch noch den Mythos der gestressten leitenden Angestellten. Hier haben wir einen solchen Kollegen aus Japan, das ist aus einem berühmten japanischen Manga, einem japanischen Comic, das ist der Geschäftsmann Nabaga. Dieser Herr bewegt sich grundsätzlich nur im Helikopter fort. Wenn ein Geschäftspartner um 5 Sekunden verspätet ist, dann lässt er den Termin platzen. Und das ruft er hier auch nicht so langsam schon wieder mehr als 5 Sekunden. Wir neigen dazu, so haben wir das gelernt, diesem Herrn Nawada eine enorme Stressbelastung zuzuschreiben. Und ich behaupte nun, dass dieser Mann überhaupt nicht unter Stress steht. Wer unter Stress steht, das sind diese Herrschaften hier, das sind seine Angestellten oder vielleicht auch seine Geschäftspartner, die fürchten müssen, dass jetzt gleich ein möglicherweise aussichtsreicher Deal platzt. Warum ist das so? Weil, wie wir durch große Untersuchungen wissen, Stress nicht durch Zeitmangel entsteht und nicht durch einen eng gedrängten Terminplan, sondern Stress entsteht durch Verlust an Kontrolle. Und wenn Sie sich nun diesen Zusammenhang zwischen Stress und dem Manager im Kopf der Exekutivfunktion vor Augen führen, dann sehen Sie geradezu die Umkehrung dessen, was wir immer behaupten. Es ist nicht so, dass wir gestresst sind, weil wir keine Zeit haben, sondern vielmehr haben wir keine Zeit, weil wir gestresst sind.